Damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Omme sucht den Superstar. In diesem Format werden vier talentierte Menschen gegeneinander antreten und ihr Potenzial beweisen. Und das Beste an der ganzen Sache ist, Leute, ihr Zuschauer dürft am Ende der Folge dann entscheiden, wer gewonnen hat. Der Gewinner wird dann am Anfang der nächsten Folge bekannt gegeben, ganz einfach. Wenn euch das Regelwerk noch nicht ganz klar ist, alles zum Format findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, nee Leute, dann vergisst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, ist ja klar. Und Leute, ohne lange zu zögern, hier sind sie, die ersten vier Kandidaten. So, und nachdem ihr jetzt einen kleinen Einblick bekommen habt, fangen wir auch schon direkt mit dem ersten Kandidaten an. Doch eins sei noch davor gesagt, Leute, es wird krass. Also so richtig krass. Deswegen, Leute, wünsche ich euch viel Spaß, wirklich, und genießt es. Es wird richtig schön, emotional, herzbewegend, alles Mögliche. Und deswegen würde ich sagen, Kandidat 1, die Stage gehört dir. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here. And if it takes all night or 100 years, need a place to hide. But I can't find one. I can't find my fear. Isn't it lonely? Alone. I'm in a glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Sagen, Leute, wir starten halt einfach gut in die Runde rein, ne? Und nochmal ganz kurz am Rande, Leute, für alle, die meinen, irgendwie besser zu sein oder jemanden schlecht reden zu müssen, dann schickt mir doch gerne einen Clip, ganz einfach, und beweist es, weil sonst einfach, Dankeschön, nur kurz am Rande. Aber, Leute, das war ja erst der Anfang. Ich habe ja noch andere Leute, deswegen kommen wir direkt zum nächsten Kandidaten. Und ich würde sagen, sie sind ein relativ junges Talent, also wäre ich mit 15 so talentiert gewesen, dann, ja, wäre ich jetzt nicht hier. Damit heißt es Kandidat 2, die Stage gehört dir. Ich bin 15 und ich heiße Sophia. Ich glaube, ich habe euch definitiv nicht zu viel versprochen. I mean, klar, für Pianisten da draußen, die das schon seit Jahren machen, war das natürlich jetzt nicht schwer, aber trotzdem muss man sich einfach mal loben, weil es war einfach sehr gut. Doch sei gewarnt, denn ich sag mal so, nur weil du ein junges Talent bist, heißt es nicht, dass man hier so einfach gewinnt, denn der nächste Kandidat hat es so richtig, also so richtig, richtig, richtig in sich. Deswegen, mein Freund, würde ich sagen, die Stage gehört ganz dir. Ich bin Ching Chong. Ich wohne in Deutschland. Das ist in der Nähe von Köln. Nee, tatsächlich komme ich aus Regensburg. Ja, ich habe keine Freunde und meine Mutter mag mich nicht. Ich kann Klavier spielen. Okay. I fell in love
for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath to hurt it, telling you look perfect tonight. Ich weiß, Leute, wir haben gewisse Klischees in dieser Welt, aber wenn wir sagen, die Asiaten können alles, dann ist das auch einfach so. Also mal Real Talk, wie krass gut war das bitte? Also ich habe den auch selber danach noch gesagt, der muss irgendwas mit seiner Stimme machen, irgendwas mit seinem Talent, weil es war krank gut. Aber, wir dürfen jemanden nicht vergessen, jemanden aus den 7 Weltmeeren, jemanden, der uns mit seinem Talent auf eine große Piratenreise bringen wird. Deswegen, Leute, ein allerletztes Mal, Kandidat 4, die Stage gehört dir. Das waren alle Talente für heute. Ich hoffe sehr, sie haben euch bewegt, gefallen oder inspiriert, selber anzufangen. Nein, Spaß am Rande, Leute. Jetzt seid ihr dran. Stimmt in den Kommentaren oder in der Infokarte oben rechts ab, wer gewonnen hat. Denn ihr wisst, Leute, es kann nur einen geben. Schreibt natürlich auch in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat oder was ihr euch wünscht oder halt generell Verbesserungsvorschläge, ne? Und damit, Leute, darf ich euch endlich ins Wochenende entlassen. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.